Gott, ich bin jetzt hier gerade wieder... Huah! Ich bin gerade hier ein bisschen verwirrt. Oh Gott. Jetzt kriegt er hier auch wieder auch so eine Freunde. Meine Güte hier. Okay, ich knall den hier ordentlich inne. Und dann lasse ich mit Kenny da mit seinem Pony des Grauens den da durchrennen. Das ist natürlich geil, dass die immer und immer wieder volles Mana haben. Okay. Ey, da ist das rosa. Na bitte. What the fuck? So. Hier komm, kriegst du auch noch eine. Also abziehen ist sehr geil. Also diesen Move finde ich sehr, sehr nice. So, okay, hier, komm. Kennys Bogen. Ich habe echt keinen Plan, was Kenny da jetzt gerade verkackt hatte. Na bitte. Easy, 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 easy. Okay. Wir laufen weiter durch. Aber hier, wir haben doch noch so eine Nebenquest gehabt von wegen Umsiedeln der Obdachlosen. Von der Mrs. Bürgermeisterin. Okay. Alter, ich... Au, da! Obdachlosencamps umgesiedelt. So. Ich bin jetzt hier gerade ein wenig sehr verwirrt, weil hier gibt es ja so... einige Möglichkeiten, mögliche Wege, weil hier oben hatten wir ja auch noch einen. So viele Möglichkeiten. Gehen wir mal hier runter. Oh, come on. That's not nice. Dich not nice. Dich not nice. Okay. So. Obdachlose oder Ratten? Obdachlose oder Ratten? Obdachlose oder Ratten? Das ist jetzt eine gute Frage. Ich würde mal sagen... Oh, 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 oh. Na, die Ratten kriegen wir dann First Try hin. So. Der ist jetzt so richtig geschwächt. Jetzt können wir hier wieder unser Einhorn-Ruf machen. Oh Gott, Alter, das quietscht. Das ist so quietschig bunt. Jo, also die kriegen wir dadurch gleich. Ohne weiteres hin. Perfekt abgewehrt. Na okay, super. Whatever you can spare. Alter, 600 Damage haben wir da erstmal gemacht. Hier komm, verzaubern wir ihn mal. Hihihi. Ja, was für schöne rosa Nippel. Also das bringt überhaupt gar nichts. Okay, so, dann müssen wir halt auf die alte, bewährte Technik von Meltas das machen. Bam! In den Arsch! So. Ein Schaden. Na super. Okay, hier komm. Aber unser Dildo des Grauens ist auch nicht viel besser. Na bitte. Okay, komm hier. Scheiß drauf. Ein Bündel! Ja! Wuhu. Jetzt können wir ausziehen. Mit unserem Bündel. Oh,
Cornwallis. 35, Freunde! Ein Vorteil! Na super. Oh ja, Mann, jetzt haben wir eine neue Waffe. Meine Güte, was wir jetzt hier alles an Möglichkeiten haben, ey. Die ganzen Nebenquests. Super. Super, super, super. Okay, also... Ich muss immer noch wieder betonen, anspruchsvoll ist es jetzt nicht gerade vom Kampfstil her, aber es ist ja auch mehr... wir kämpfen jetzt gegen die Penismaus. Ja, genau. Penismaus. Für die Leute, die diese Maus nicht kennen, die ist aus der Folge, als Mrs. Garrison, also Mr. Garrison, ist später eine Mrs. Garrison geworden und aus Mrs. Garrison, er wollte dann wieder, oder sie oder es wollte dann wieder ein Mister werden und da hat er sich halt einen Penis machen lassen. Er sollte dann halt... da sollten die Wissenschaftler auf dem Rücken einer Maus einen Penis wachsen lassen. Und hier ist das missglückte Experiment. Oder ist es zumindest abgehauen? Okay. Jetzt kriegst du nochmal so eine richtige Handkante. Ja, du Scheißviech, du. Juhu, ein Fellbüschel. Jetzt hätte ich ja... Boah, Schwanzkäse oder sowas. Level 8. Aufwertung verfügbar. Ach nee, den Schwanzkäse, mit dem Schwanzkäse haben wir das ja angelockt gehabt, das Vieh. Da geht's auch weiter. Ein messerscharfer Zahn. Meine Güte. Halt, Moment. So. Zwei neue Freunde, Cornwallis. Der erinnert mich irgendwie an William Wallis. Keine Ahnung wieso. Stinkbomben. Okay. Wirf verdorbene Eier auf dein Ziel, was dieses angewidert werden lässt. Und somit vorteilhafte Statuseffekt entfernt. Bei perfekter Durchführung wirfst du noch mehr Eier. Erhöht den Schaden jeder Stinkbombe. Fügt betäubten Zielen zusätzlichen Schaden zu. Deine Angriffe erhöhen sich nach perfekter Durchführung. Erhalte eine weitere Aktion, wenn du einen Feind mit Exekutive ausnockst. Okay. Erfolgreiche Stehversuche nehmen deinem Ziel jetzt einen zufälligen positiven Status. Okay. Wenn du erfolgreichst von einem Feind stehst, füllst du auch ein paar TP auf. Naja, hier, dieses Abziehen ist ja eine richtig geile Geschichte, weil wir ja dadurch die Gegner stunnen. Und das ist halt sehr vorteilhaft. Okay, also die Penismaus hätte... Warte mal, wir haben ja noch was. Die Penismaus hätten wir. So, Vorteile. Nächster Bonus in 10 Dinger. Perfektioniere die Kunst des Verhöhens und bewirke zusätzlichen Schaden bei... okay. Du nimmst viel weniger Schaden, wenn du verletzt bist. Ja, okay. Bewirke zusätzlichen Schaden bei brennenden Feinden. Immer wenn du mit deiner Waffe einen magischen Angriff durchführst, werden ein paar TP aufgeführt. Immer wenn du mit deiner Waffe einen magischen Angriff durchführst, werden ein paar MP auf... Halt, Moment. Starte einen Gegenangriff mit deinem Arsch. Erfordert Mana, aber bewirkt mehr Schaden als ein Gegenangriff mit Waffe. Konterfurz. Schmutziger Kampf. Deine magischen Angriffe mit Nah- oder Distanzwaffen bewirken zusätzlichen Schaden. Kriegsfurz. Heilender Wind. Ach so, ach genau, das ging ja sonst bloß bis hierhin. Ach so, okay, die sind komplett neu. Kraftarsch, okay. Okay, kämpfen oder fliehen. Deine Angriffe fügen Größe und Schaden zu, wenn du verletzt bist. Die Verwendung heilender Gegenstände lässt deine Angriffe für eine Weile mehr Schaden bewirken.
bewirkt mehr Schaden bei betäubten Zielen. Ach komm, hier. Machen wir erstmal das Ding. Genau, und dann machen wir hier Kraftarsch oder sowas. Aber ich muss erstmal wieder rausfinden, wie ich das eingesetzt habe. Jo. Okay. Gut, hier wären wir erstmal durch. Also hier war diese, die Penismaus. Die Penismaus hätten wir bezwungen. Hier hatten wir Cornwallis geholt gehabt. So. Cornwallis, heißen so nicht... Heißen so nicht diese komischen Korn-Dinger? Diese, dieses Ding am Stock? Dieses Cornies oder wie sie heißen in Amerika? Corn Dogs, genau, Corn Dogs, so heißen die Dinger. Okay. Nee, das brauchen wir nicht. Wir wollen schießen. Schießen mit unserem Elektrizitäts-Dingens. Okay. Ach so, das war der mit der... Da bin ich mal gespannt, ja. Ob die Mama wirklich so teuflisch ist. So. Nee, wir machen es gleich mal hier haarscharf hier. Bam! So, die Mutter ist dann schon so gut wie tot. Und jetzt probiere ich es nochmal hier. Rattenangriff! Pelzige Freunde! Also, ich weiß auch nicht. Ja. Easy. I was afraid those rats were gonna get me and I was gonna end up a floater. Simon. Er hat eine Nuss im Kopf. Kehre zu Mr. Hanky zurück. Beeile dich. Warte mal, kommen wir hier hin. Dann kommen wir da raus. Hui. Quickly! Go! Verdammt. So. Schlamm. Aber natürlich, das ist Schlamm. Hier unten findet man Schlamm. Ja, hier findet man alles, bloß kein Schlamm. Klumpen Scheiße, Alter. Was wir hier alles rausholen aus den... Oh, boah, unsere Taschen müssen stinken. Mana-Trank, ja, okay. Das kann ja jetzt nicht die Möglichkeit sein. Was war denn das hier? Ey, Kenny, du bist angewidert. Du hast schon so viel in deinem Leben erlebt, ey. So. Wütender oder ein betrunkener Penner? Der hat ja noch... Doch, der hat was geworfen. Deswegen gehen wir jetzt zu dem hier abziehen. So, dann ist der zumindest erstmal betäubt. Wir machen ja mehr Schaden bei betäubten Gegnern. Ich würde aber trotzdem erstmal sagen... Ich probier's einfach. Komm hier, shit happens. Mann! Wie kriegt man denn sowas hin? Ja, sehr schön. Okay, jetzt werde ich einfach mal austesten, wie das mit der Stinkbombe ist hier. Hm.
Ja, sehr schön. Okay. Dann hätten wir den hier auch. Okay, okay. Also Erfahrungspunkte kriegt man ja eigentlich auch relativ viele. Jetzt ist schon. Halt einen Moment da lang. Die beiden gleich nebeneinander. Ah, okay. Gut, jetzt haben wir beide ausgeräumt. So. Ah! Komm, jetzt gehen wir mal hier hin. Was ist das? Ja, zum Glück brauchen wir keine Angst haben. Pentagramm-Tattoo. Damien. Oh, nee, Damien war doch der Böse. Der Sohn von Satan. Was ist das jetzt hier? Fledermäuse. Na geil. Ich meuche mal jedem. Okay. Alter, ich muss das üben. Kann ich eigentlich auch hier die anderen Tasten nutzen? Nee, das geht leider nicht. Ich habe jetzt mal versucht, hier die anderen Tasten zu nutzen. Aber nun gut. Ja. Wie war denn das? Nee, dadurch habe ich das ausgewählt. Okay, warte mal, ich gehe jetzt einfach mal in den nächsten Kampf hier rein. Ja, okay. So, jetzt laufe ich einfach mal, oder esse einfach mal irgendwas, was relativ viel Macht herstellt. Ja, Brokkoli, nee, Blumenkohl, das bringt immer sehr viel Furzkraft. Aha. Okay. So, ich muss üben. Üben! Das geht, also ich bin dafür zu unfähig. Nun gut. Klappt ja trotzdem. So. Okay, also ich muss jetzt hier einfach nur den rechten Stick drücken. Okay, also jetzt habe ich es wieder rausgefunden. Ja, weil das so komisch leuchtet, deswegen dachte ich, dass man da vielleicht irgendwas aufmachen kann. Aber okay, ist ja Wurst. Im wahrsten Sinne des Wortes, ja, also.
Also dass der rote Gang, der ist dementsprechend für diese komischen Kramm-Menschen, keine Ahnung, was es mit denen auf sich hat. Also an die Folge kann ich mich leider nicht erinnern. Halt, Moment, hatten wir das Ding da aufgemacht? Ja, das hatten wir aufgemacht gehabt. So, jetzt rennen wir aber erstmal zu Mr. Hanky, dem Weihnachtscode. Mal war das hier hinten. Hallo? Ja, genau. Hier hinten war das ja. Hallo, Mr. Hanky. Howdy-ho! Thanks for finding my kids. Thank the nice man nuggets. Thank you. Anytime you need my help, you just call on me. And I'll be there sure as a shit on Sunday. Howdy-ho! Ja! Except against bosses, of course. I might have shit for brains, but I'm not stupid. More than once per day. Just like I can't help anyone who won't help themselves with rehab. Ja, okay. Mrs. Hanky, haben wir jetzt... Oh, wir haben jetzt die Fähigkeit, die Befähigung, ein Stück Scheiße herbeizurufen. Ich glaube ja auch, wir hatten ja in der vergangenen Aufnahme Jesus und den anderen, oh nee, Mr. Slave war es, ja, hatten wir ja auch, ja, gerufen gehabt, was natürlich auch ziemlich krass war. Eine sehr interessante Begegnung. Stay out of the Lost Forest. Sure, it's got treasure, but they say there's no way out. So. Ja, drei neue Freunde. Hui. Jetzt sind wir sogar schon bei 38. Da, Familie Hanky. Okay. Quests Schweinebärmann. Das Obdachlosenproblem. 5 von 7 Obdachlose haben wir schon. Großwildjagd mit Jimbo. Jimbo. Nutze eine Flasche Reinigungsalkohol. Benutze eine Blutorange, um einen blutsaugenden Flughund zu finden. Aha. Okay, Timmy Express. Okay, gut. So,